Guten Morgen, liebe Leute. Wir sind noch im Aufräumstress. Letztes Mal Christmas Countdown für dieses Jahr. Wir sind gerade noch am Ordnung schaffen, weil wir Besuch von den Eltern von meinem Freund bekommen und seiner Schwester. Ich sehe natürlich total wild noch aus, aber ich habe schon mal mein Kleid an. Mehr als dreckig werden kannst du ja auch nicht und dann ziehe ich mich ja wieder um und sonst bin ich halt schon fertig. Ja, ja. Zeitsparende Maßnahmen. Ansonsten zeige ich euch später noch mein letztes Türchen von meinem Adventskalender, dieses riesige, da ist wahrscheinlich nur ein Kosmetiktäschchen oder so hinter, zumindest würde ich das diesem Kalender zutrauen. Ich werde noch eine kleine Review zu dem Kalender machen und euch meine Geschenke zeigen. Ja, so sieht jetzt erstmal der Tag aus. Und wie reagieren eure Katzen so auf einen Staubsauger? Also meine Katze verschwindet dann immer in den kleinsten Ecken. Oh, guckt sie euch an. Oh, wie sie guckt. Mein armes Baby hat Angst. Ich mache mit euch eben noch schnell meinen Kalender auf, dann kann ich das Ding nämlich auch auseinanderlegen und wegwerfen. Das ist ja auch nur unnützer Müll. Ja, das riesige 25. Türchen, also Bett sind abgeschlossen. Ich denke halt immer noch, das ist ein Kosmetikpäckchen. Es geht aber auch nicht auf. Das ist ja typisch für diesen Kalender. Nein, es ist tatsächlich eine richtige Palette. Hier, die sieht sogar ziemlich, ziemlich geil aus. Heftig. Also, hätte der Kalender keine 40 Euro gekostet mit Versand, wäre das echt der Hammer gewesen. Obwohl, die Highlighter sind ja eigentlich auch ganz geil. Aber ich gebe jetzt noch keine ganze Review. Aber die sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Leute, wie versprochen, zeige ich euch jetzt eben meine Weihnachtsgeschenke, weil ich denke, da kommt nichts mehr zu. Außer Sophie meinte, dass sie noch eine Kleinigkeit für mich hat, aber das seht ihr dann vermutlich in einem ganz normalen Follow Friday. Fangen wir mit dem an, was ihr jetzt eh schon gesehen habt, weil ich das am Mitternacht ausgepackt habe. Und zwar meine PlayStation 4 Pro von meinem Freund. Ja, ich freue mich vor allem darüber, dass sie mal Speicher hat. Man kann die anderen zwar auch aufrüsten, aber ich bin ein faules Aas. Und jetzt können wir zusammen spielen, weil jetzt haben wir zwei. Jetzt brauchen wir nur eine größere Wohnwand. Aber eBay Kleinanzeigen gibt da ja oft mal was her, wenn jemand seinen alten Kram loswerden möchte. Ja, womit mache ich denn weiter? Weil ich das gerade hier liegen habe, von meinen Schwiegereltern habe ich Kuschelsocken bekommen. Der hier ist auch noch mit Süßigkeiten gefüllt. Gefreut habe ich mich auch, vor allem mit Yummy Chili da drin. Die kaufe ich mir selbst nämlich nie und die sind auch ganz weich. Und weil meine ja kaputt gegangen sind, weil sich beim Waschen das Futter nach vorne in die Spitze gezogen hat, passt es auch sehr gut. Auch nochmal eine Blau, hellblau, Babyblau geht bei mir immer. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Ich wollte mir ja selbst schon welche von Kick drüben holen. Und dazu gab es für meinen Freund und mich einen Kinogutschein mit einem sehr, sehr großzügigem Betrag und ich freue mich auch echt, weil wir uns in letzter Zeit wirklich nicht mehr erlaubt haben, ins Kino zu gehen. Ich habe dadurch Thor Ragnarok noch nicht gesehen und all sowas und ja, deswegen ist das sehr, sehr passend und es stehen ja auch noch einige Filme an, die vor allem zur Marvel-Reihe gehören, die dieses Jahr rauskommen werden. Und von seiner Schwester habe ich diesen, ja, wie nennt man das eigentlich?
diesen Aufsatz, den man hinten ans Handy kleben kann, dass man die, das, dass man das mit den Fingern so halten kann. Ich finde, das sieht auch richtig schick aus. Ich liebe ja so Galaxy-Musterung und das finde ich schon cool. Man soll das wohl auch personalisieren können, aber das finde ich schon ziemlich cool. Fehlt mir ein Teil? Nein. Von meiner Oma habe ich eine SD-Platte bekommen, weil ich zu der Zeit noch meinen alten Laptop hatte. Jetzt hat mein neuer Laptop natürlich eine integrierte SD, aber ich werde schon Verwendung dafür finden. Da kann ich dann meine Videos draufschmeißen, wenn sie schon online sind, aber ich sie vielleicht behalten will, falls ich doch mal irgendwie den Drang bekomme, meinen Kanal zu löschen. Man weiß es ja nie, was so in den Jahren ansteht und dann kann ich die aber darauf immer mal wieder angucken. Oder irgendwas anderes. Mir wird schon was einfallen. Ja, hier liegen natürlich noch die Sachen von Nuri, ihre CD, die ganzen Steinchen. Einen habe ich jetzt schon an einem von meinen Schokern gemacht. Das könnt ihr in meinem Look-Video sehen. Da habe ich den roten Aqua, wie heißt der? Den roten Aventurin-Quarz dran. Dann ihre Bildchen, die sie selbst gezeichnet hat. Und das Buch, damit ich weiß, welcher Stein was zu bedeuten hat. Aber dazu gibt es ja alles nochmal ein ausführliches Video. Das kann ich euch einmal auf eine von den beiden Seiten verlinken, falls ich es nicht wieder vergesse. Und von der lieben Pumpe habe ich noch ganz spontan die neunte Supernatural-Staffel bekommen. Habe ich natürlich schon gesehen, aber ich habe sie gerne alle im Regal und ich gucke sie auch tatsächlich dann auf DVD und nicht bei Netflix, weil ich das Feeling dann irgendwie, also ich habe es bezahlt und Netflix bezahle ich auch irgendwo. Na, eigentlich bezahlt mein Bruder das und ich bin ein Parasit. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, die DVD in der Hand zu haben und dann die CD zu tauschen. Deswegen, und es sieht einfach toll aus, wenn sie alle im Regal stehen. Ja. Und ich möchte gerne die Serie unterstützen, auch wenn ich manchmal möchte, dass sie aufhören, weil ich den Storyverlauf nicht mehr so gut finde. Aber Jensen Ackles ist so schön, also macht einfach weiter. Jetzt ist es eh verkackt, also macht einfach 100 Staffeln. Scheiß drauf, Hauptsache, ja, macht weiter mit. Kommen wir also jetzt zu meinem Bruder. Von meinem Bruder habe ich, die musste ich jetzt erstmal wieder abmachen, wieder eine Handyhülle bekommen. Und zwar ist das hier die statische. Das heißt, ich kann das Handy irgendwo anploppen und dann hält das da. Das habt ihr in meinem gestrigen Video gesehen, dass ich das dann einfach an meine Tür gebappt hatte und dann habe ich mit euch gequatscht. Das finde ich super, gerade für Tutorials. Ich kann das einfach an meinen Spiegel bappen und dann seht ihr einfach wirklich von gerade aus und nicht so von der Seite, wie ich mich schminke. Außerdem habe ich endlich von ihm bekommen, leider fehlt ausgerechnet mein Lieblingsfilm, auch der teuerste von denen, Die unendliche Geschichte. Und der zweite Teil ist mein Lieblingsfilm. Da finde ich das einfach mit diesem, mit den Erinnerungen vergessen total toll. Aber ich liebe eigentlich alle drei Teile. Ja, und deswegen freue ich mich da sehr drüber. Im Internet gibt es diese Filme nämlich nur ruckelnd, mit Unterbrechungen oder einfach in scheiß Qualität. Deswegen, die DVDs werden auf jeden Fall geschaut. Und dann kann auch endlich mal mein Freund in die sehen, weil er kennt sie, glaube ich, nicht und hat sie auch ewig nicht mehr gesehen. Ja, ich finde die toll. Ich liebe Fuchur. Ich möchte einen Fuchur haben. Das letzte ist meine Eltern und inzwischen sollten alle wissen, dass meine Eltern sehr, sehr großzügig sind und auch gerne übertreiben. Aber ich kriege auf jeden Fall kein iPhone und auch sowas nicht von meinen Eltern. So verwöhnt bin ich dann doch nicht. Aber ich habe es schon wirklich gut. Ich habe nämlich unter anderem jetzt Munchkin. Und zwar die Munchkin-Beist-Variante, weil wir alle wissen, ich stehe auf Vampire. Mein Buch dreht sich ja auch um Vampire, das ich selbst schreibe und wo jetzt mein Pen and Paper spielt. Und deswegen passt das sehr gut. Ich wusste, dass sie einfach diese Variante kaufen würde. Ich war ja auch schon selbst kurz davor, sie mir zu holen. Hatte dann aber schon gedacht, dass ich das wohl bekommen würde. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Wir wollen das an Silvester spielen. Ja, töte die Monster, klau den Schatz, beiß deine Kumpel. Ja,
Und dann endlich, damit ihr den Ton jetzt wieder besser hören könnt, ein neues Mikrofon für mein iPhone. Natürlich ist es mit dem alten Stecker. Das heißt, ich muss wieder das Kabel da dran machen. Das ist alles ein bisschen doof. Aber es wird wohl funktionieren. Und dann ist der Ton vermutlich auch wieder ein bisschen besser. Ich kann das jetzt mal ranstecken. Dann werde ich nachher in dem Schneiden den Unterschied hören. Einen Moment. So, das Mikrofon hängt jetzt da dran. Es ist auch keins zum Anklippen, wie mein letztes, das die Katzen gefressen haben. Also ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde es dann beim Bearbeiten hören. Und ihr könnt dann ja auch mal eure Bewertung dazu geben, ob es was bringt. Ich werde es ja dann zwar hören, ob es lauter oder leiser ist oder ob es angenehmer ist. Denn es kann ja auch einfach sein, dass es sich zwar lauter anhört, aber trotzdem scheiße. Ich habe jetzt noch meine Softbox angemacht. Komme ich früh drauf, nach 7 Minuten Quatschen. Aber egal, machen wir einfach weiter. Wir sind doch schon fast durch. Jetzt kommen die teuren Sachen nach der PlayStation. Etwas für die PlayStation. Und zwar habe ich jetzt endlich L.A. Noire. Ich war ja schon kurz davor, mir eine PS3 zu kaufen, um das wieder spielen zu können. Ich finde das total cool. Das erinnert mich ein bisschen an Mafia 3 an Mafia 2. Nur, dass man sich halt an gewisse Regeln halten muss und auch Geld dafür bezahlen muss, wenn man was kaputt fährt. Die Rätsel sind cool, das macht echt Spaß. Also das kann ich wirklich empfehlen. Auch wenn ihr eine PlayStation 3 habt, besorgt es euch dafür. Grafik hin oder her. Ich finde ja, Grafik ist für mich sowieso überbewertet. Ich finde es zwar schön anzusehen, aber für mich ist ein geiles Spiel. Und dann ist es mir auch scheißegal, wie es aussieht. Außer es behindert mich am Spielen, so wie bei Dead by Daylight. Wenn ich es versucht habe, auf dem Rechner zu spielen und das auf Low gestellt habe, dann war das auch einfach kacke zu spielen, weil du konntest gar nichts mehr erkennen. Ja, und dann habe ich das, was sich meine beste Freundin immer wünscht. Eine Haarglättbürste. Und die Verpackung ist so schön. Das Schönste daran ist die Verpackung. Das sieht so aus. Das glitzert alles so schön und glänzt. Ruft meine Mutter an und legt nicht auf. Die Minute kann sie jetzt auch noch warten. Also, die ist in dieser Verpackung. Hat natürlich auch ein Kabel. Langes. Und dann sieht die so aus. Ob ihr das erkennen kann. Die hat dann diese richtig harten Borsten. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, dass die meine Haare nicht noch kaputter machen, als sie schon sind. Man kann sie dann hier unten wärmer und kälter stellen, vermutlich. Hier unten ist der Anknopf. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe sie mir ja gewünscht. Die Bewertungen waren richtig gut. Ich habe mich dann ja auch länger damit befasst, weil Scheiß wollte ich mir dann ja auch nicht da andrehen. Und ich bin richtig, richtig gespannt. Und ich habe Oregano im Ausschnitt. Das letzte Teil ist etwas, was ich schon mal besessen habe, was mir meine Katzen ebenfalls kaputt gemacht haben. Und zwar das Rocket Ranga Headset. Man kann darüber sagen, was man will. Es hat auch nicht die allzu besten Bewertungen im Internet. Der Ton war immer gut, es soll schnell kaputt gehen. Kann ich ja nicht bewerten, das ist schnell kaputt gewesen, weil meine Katzen das Kabel gefressen haben. Ich war sehr zufrieden. Das ist das einzige, wirklich das einzige Headset, was ich jemals aufgehabt habe, das ich ewig auf den Ohren tragen kann, weil es wirklich mein Ohr umschließt. Das von meinem Freund, das Logitech, ist auch gut. Damit komme ich auch zurecht. Aber das hier ist nochmal eine Spitze gemütlicher und der Ton war gut und ich kann gut damit hören, die können mich gut verstehen, alles ist klar und ich hatte da wirklich nie Probleme mit, solange wie ich es hatte. Und das war zu der Zeit, als es mir wirklich scheiße ging und ich es auch wirklich viel benutzt habe. Und ich glaube, wenn jemand von euch die Streams verfolgt hat, die ich mit Nuri gemacht habe, dann konntet ihr auch hören, dass der Sound einfach viel, viel klarer und schöner war. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Headset. Deswegen habe ich auch gleich zu meiner Mama gesagt, Raphael soll mir bloß kein anderes bestellen, weil ich kein anderes vertrage. Es ist scheißegal, was er davon hält und ob er sich damit auskennt und es gelernt hat. Ich kann nur dieses ab und alles andere hat einfach keinen Zweck, weil das Teure von PlayStation 4, Official und so scheiße, das liegt bei mir vor allem in der Ecke. Ganz ehrlich, ich benutze es kaum, weil es drückt einfach so unglaublich auf den Ohren. Dass der Sound noch so gut sein kann, no. Ja, das war's. Ich werde jetzt meine Mama zurückrufen und ansonsten steht heute auch, glaube ich, nichts mehr an. Wir haben gerade Pizza gegessen, beim Bingo keine Million gewonnen. Der Pott ist aber gefallen, das heißt, am 1.1. brauchen wir nicht mitspielen. Das lohnt sich dann nicht.
Ja, ich werde jetzt mal hören, ob meine Oma vielleicht diejenige ist, die die Million gewonnen hat. Der haben wir ja Lose zu Weihnachten geschenkt. Ja, also war es das erstmal mit dem Christmas Countdown. Denn morgen wird nicht viel passieren. Ich werde die meiste Zeit schlafen. Wir wollen uns eventuell noch eine Couch angucken, die jemand günstig und gut anbietet. Also auf den ersten Blick gut. Und deswegen endet mein Christmas Countdown hier. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, ob ihr Spaß hattet, welches Video euch vielleicht sogar am besten gefallen hat. Und ja, als kleine Info noch, am 29. wird es dann voraussichtlich noch einen Follow Friday geben mit meinem ersten Pen and Paper. Das werde ich noch nachholen, weil viele das gerne sehen wollten und da interessiert dran waren. Deswegen werde ich die Videos einfach ein bisschen zusammenschneiden und dann könnt ihr das dann normal am Follow Friday sehen. Und dann geht es die Woche darauf mit dem vollkommen normalen Rhythmus Follow Friday weiter und eventuell auch wieder mit dem Make-up Monday. Ich hoffe also, wir sehen uns wieder. Ich bedanke mich bei allen, die fleißig zugeschaut haben. Freue mich über jeden neuen Abonnenten, der dazu gefunden hat. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auch auf jeden, der später dazu kommen wird. Dann hoffe ich, ihr verfolgt mich auch noch weiter nach diesem schönen Christmas-Countdown, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl es sehr anstrengend war. Und verabschiede mich. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachten und schon mal von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nur fallt nicht auf den Hintern. Bye!